Die Hoss stirbt in der Euphorie, hin und her macht Taschen leer. Liebe Zuschauer, es gibt viele Börsenweisheiten, die heute nach wie vor kursieren. Und ja, man fragt sich allerdings, inwieweit sie heute noch in der Praxis anwendbar sind. Und was sie taugen, das bespreche ich mit Jessica Schwarzer, der Buchautorin, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt hat. Ja, woher kommt denn eigentlich der Hype um Börsenweisheiten? Warum sind die heute noch so spannend? Das liegt einfach daran, dass sie so herrlich plakativ sind. Das sind kurze, knackige Sätze. Teilweise sind sie auch sehr lustig, regen zum Schmunzeln, aber auf jeden Fall zum Nachdenken an. Und sie beschreiben auch vermeintlich komplizierte Sachverhalte an der Börse relativ einfach und griffig. Und ich glaube, das macht den Leuten dann Spaß. Ein Zitat, das mir immer gut gefällt, spekulieren Sie niemals gegen die Notenbank. Das würde ich allerdings unterschreiben. Das gilt doch in der Praxis, oder? Ja, das ist das Gesetz der Geldanlage. Also niemand von uns, auch die ganz großen Investoren, sind, glaube ich, wirklich mächtig genug, um sich mit den großen Notenbanken dieser Welt anzulegen. Klar, es gab mal den Fall George Soros, der Superinvestor, der die britische Notenbank mit seinen Spekulationen gegen das Pfund fast zum Fall gebracht hat. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Die Notenbanken, die haben einfach viel, viel mehr Macht als wir mit ihrer Zinspolitik, mit ihren Anleihekäufen im Augenblick, und sich dagegen zu stellen, macht einfach keinen Sinn. Lieber mit der Welle mitschwimmen. Börsenkurse sind wie Stöckelschuhe, je höher, desto besser. Gefällt mir außerordentlich gut. Kann man eigentlich jetzt auch in der Praxis anwenden? DAX und Dow auf Rekordniveau, also passt das aktuell? Also das ist natürlich ein unheimlich witziger Spruch. Wir beide können das wahrscheinlich nachvollziehen, wenn man im Schuhgeschäft mit den viel zu hohen Schuhen unterwegs ist, uns dann doch lieber lässt, bevor man crasht quasi. Das Gleiche kann natürlich an der Börse passieren, wenn die Kurse zu hoch gestiegen sind. Aber so ein zu hoch ist bei Schuhen relativ schnell identifiziert. Bei Aktienkursen muss man ein bisschen genauer hinschauen. Ein DAX-Rekord heißt ja nicht automatisch, dass der DAX überbewertet ist, dass die Aktien zu teuer sind. Das sind sie nämlich im Moment zum Beispiel nicht. Sie sind noch relativ fair bewertet. Beim Dow sehen wir schon ein bisschen höhere Kurse, also ein bisschen teurere Aktien. Aber auch da würde ich sagen, im Moment noch keine Crash-Gefahr. Das heißt, Stöckelschuhe an der Börse, Börsenbewertung, da muss man auf viele Kennzahlen gucken, ein bisschen genauer hingucken. Aber ich finde, das ist eine nette Börsenweisheit und kann man mal drüber nachdenken. Sehr griffig und wirklich super nett. Gibt es auch Börsenweisheiten, wo Sie sagen würden, die gilt es absolut zu hinterfragen? Die haben vielleicht vor einigen Jahren gegolten, heutzutage aber nicht mehr so? Ein bisschen ist es der Klassiker Sell in May and Go Away. Also das ist, früher hat das also in der Historie statistisch immer gestimmt oder fast immer. In den vergangenen Jahren, mal hat es gestimmt, mal hat es nicht gestimmt. Man hat auch schon mal DAX-Hochs verpasst, wenn man im Mai ausgestiegen ist. Manchmal war es auch ein guter Tipp, im Sommer auszusteigen. Das ist keine Regel mehr, an die man sich wirklich stur halten sollte. Und dann gibt es natürlich einfach auch Börsenweisheiten, die mir als Privatanleger eigentlich nichts bringen. Also greife niemals in ein fallendes Messer, sprich keine fallenden Aktien, nicht in den Crash reinzukaufen, weil man dann vielleicht immer noch mehr Verluste macht. Ja, das ist ein guter Tipp, nur wann liegt denn das Messer unten? Wie lange fällt es denn noch? Und wann kann ich es dann greifen, ohne mir weh zu tun? Das ist natürlich als Anleger fast überhaupt nicht zu identifizieren. Das ist dann eine Börsenweisheit, ja, die stimmt, aber umsetzen kann ich sie nicht. Wenn wir die Börsenregeln mal beiseite schieben, was würden Sie sagen, ist generell notwendig für den Erfolg an der Börse? Was ist so ein bisschen die Erfolgsformel? Mir fällt dann natürlich auch gleich wieder eine Börsenweisheit ein. Und so hat der legendäre, gute alte André Costolani einst gesagt, für den Erfolg an der Börse braucht es die 4G. Das ist Geld, Gedanken, Geduld und Glück. Und damit meint er natürlich erstmal, wir brauchen Geld zum Investieren. Also man sollte nicht auf Pump an der Börse spekulieren und auch nicht mit Geld, was man in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar ein oder zwei Jahren braucht. Man braucht Gedanken, sprich nicht wild und wahllos investieren, sondern mit einer Strategie. Geduld, weil eben Börse, Aktien eine langfristige Anlage sind, und ein bisschen Glück, das kann ja auch nicht schaden an der Börse. Ja, liebe Zuschauer, und wer würde André Costolani schon widersprechen? Alle, die sagen, das Thema mit dem Börsenweisheiten interessiert mich, da möchte ich noch ein bisschen mehr lesen. Jessica Schwarzer, unsere Autorin, hat ein Buch verfasst, sehr spannend. Einige Themen haben wir schon angerissen, hier das Ganze zum Nachlesen. Ich sage vielen Dank, wir haben einiges gelernt. Das Zitat mit den Stöckelschuhen, das werde ich mir merken. Vielen Dank für den Besuch. Danke.